Das ist jetzt mit ganz viel Atmo vom Terza Visione. Ich bin der Christian und sitze hier zusammen mit dem Jan von der Zielcouch. Hallo. Hallo. Und dem Daniel vom Spätfilm. Hallo. Genau, weil das Terza Visione so nah an euren Heimatorten ist, glaube ich. Unter anderem ist es möglich, dass wir jetzt hier zu dritt sitzen und gleich den letzten Film des Festivals gucken. Phänomena. Gibt es sonst noch einen Anlass? Ich meine, hättet ihr doch was anderes jetzt am Sonntag spätabend tun können. Warum seid ihr jetzt hier mit dabei? Zum einen, Phänomena war, glaube ich, mal eine Zeit lang auf so diversen Videoportalen zu sehen. Ich habe es verpasst. Und dann habe ich gedacht, jetzt auf 35mm, nachdem du, Christian, mich überhaupt erst auf aufmerksam gemacht hast, dass das Festival hier stattfindet, das ist doch mal eine schöne Sonntagabendveranstaltung. Okay, Daniel, wie ist es bei dir? Ja, ziemlich genauso. Also die Wiederaufführung hat gerufen und dann sind wir natürlich gekommen. Das war mir gar nicht bewusst, dass wir das so gut wirken. Das heißt, wir sehen ihn jetzt alle gleich zum ersten Mal, ja? Genau. Kein Vorwissen. Ich kenne von Argento auch nichts anderes, glaube ich. Der Giallo hier, Tiefrot, ich war gerade... Ja, von Rosso. Ja, ist nicht von ihm. Doch, ist Ach so, von ihm. Okay, dann ist es mein zweiter Argento. Den von Rosso habe ich, als er kürzlich auf Arte kam, zum ersten Mal gesehen und habe mich irrsinnig über die Musik von Goblin gefreut. Wisst ihr, ob da heute noch mehr abgeht in dieser Richtung? Ist das... Ich glaube, er ist nicht ganz so... Also, ich kenne Suspiria, ja. Das ist auch komplett 100% Goblin-Soundtrack und ich glaube, hier... werden wir noch ein bisschen Iron Maiden und andere Metal-Bands mit Goblin gemischt bekommen, so habe ich es gelesen. Das ist ja großartig. Also ich gebe auch ganz ehrlich zu, ich freue mich auch so ein bisschen, ich erwarte so ein kleines bisschen vielleicht etwas zugänglicher abgeholt zu werden, um dann in dieses Horror-Chaos reingestürzt zu werden. Ich komme jetzt gerade mit Jan aus einem Western, der auch schon erstaunlich breitenwirksam war. Ich hatte jetzt, glaube ich, eine etwas längere Phase von Melodramen im Rotlichtmilieu, die es auch mixen mit Neonazis, die bösen Menschen, böse Menschen machen bei anderen bösen Menschen noch bösere Dinge. So. Und es war dann irgendwann einfach ein bisschen viel. Und meine Welt ist so ein kleines bisschen in die Schieflage geraten. Bist du eigentlich noch aufnahmefähig? Das ist jetzt Tag 4, letzte Vorstellung, 22:30 Uhr. Ja, also wahrscheinlich steckt das so ein bisschen in diesem Wunsch drin, dass es jetzt noch etwas kommt, von dem ich danach gar nicht weiß, was ich davon halten soll, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen viel. Und ich weiß auch überhaupt nicht, ob das eine richtige Fährte ist jetzt gerade für den Argento. Mal sehen. Es ist ganz komisch, das Gleiche, dass ich weiß, Jennifer Connelly spielt mit, das ist aus dem Jahr 85 oder so. Ich habe fast das Gefühl, ich werde mich schnell heimelig fühlen. So. Ich werde irgendwie die Ästhetik vielleicht kennen. Ich bin mit sowas quasi im Spielprogramm im Fernsehen groß geworden, ist meine Vermutung. Aber ich spreche eigentlich die ganze Zeit von Hollywood-Filmen, also wahrscheinlich haut es auch nicht hin. Also ich bin, glaube ich, der Jüngste hier. Verbinde mit... Jennifer Connelly erst sehr viel spätere Jahre, aber ich kenne nur ein paar Bilder aus dem Film. Von Argento kenne ich, glaube ich, nur einen ganz frühen Giallo, mal aus dem Seminar. Aber auch bei dem bin ich mir nicht sicher, ob ich ihn ganz gesehen habe, weil von Rosso bin ich mir ganz sicher, dass ich ihn nicht ganz gesehen habe, aber die Musik sehr gut kenne. Insofern, ich bin mal sehr gespannt, ob der jetzt so zugänglich wird oder... Aber doch, ich glaube, ich kenne Argentos Dracula, den ich mal im Rahmen von Horror Oktober geguckt habe. Das war dann auch einer, also der ist ja sehr spät, ich weiß nicht, da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Ja. Ich meine, mit dem Zugänglich ist es ja so eine Sache, also wenn ja eins mir den Zugang wirklich ermöglicht, dann sowieso die Menschen, die hier sind, zahlreich, die meisten Vorstellungen sind ausverkauft, mit großer Begeisterung werden ja Einführungen von Menschen gehalten, die sich sehr gut auskennen in dem Genre, die das auch mit viel Liebe rüberbringen, mich damit auch anstecken. Ich weiß ja nicht, Daniel, also wir könnten ja mal sagen, den Film, den wir jetzt gemeinsam geguckt haben, Arcana, war jetzt nicht so zugänglich. Aber wie ging dir denn das, den sozusagen in diesem Rahmen hier zu gucken? Also ist das sozusagen, macht das einen Unterschied als sozusagen die DVD, die dir sozusagen jemand zuschiebt, musst du mal gucken? Auf jeden Fall. Also ich habe ja auch immer so einen Drang, dass ich irgendwie die... für mich relevanten Filme, sage ich mal, aus vergangenen Epochen auch zu Hause auf meiner Couch für mich nachhole. Und
manchmal muss man da auch kämpfen. Und hier in einem dunklen Kinosaal, der packenvoll ist, wo nur das Zielpublikum da ist, und wir saßen da am Freitag, hinter uns hielt schon jemand anderem einen Vortrag darüber, dass der Film keine so konventionellen Plot hat, aber die und jene Aspekte ganz großartig sind. Und dann weißt du halt einfach, okay, diesen Film, den willst du in diesem Publikum sehen. Ja. Und so ein Film profitiert ungemein davon, wenn du einfach Menschen hast, die dafür brennen. Wir hätten jetzt hier sowas wie die alternative Realität, wir könnten aber mit dem Mikrofon jetzt hier durchs Foyer gehen und würden lauter für andere Erwartungshaltungen oder die meisten Menschen, habe ich das Gefühl, werden den mit Sicherheit schon kennen und freuen sich jetzt auf einzelne Momente. Vielleicht sehen sie ihn zum ersten Mal hier in 35mm. Also mal sehen. Und ich hoffe, ihr seid auch noch da und ansprechbar, wenn wir aus dem Film wieder rauskommen. Und vielleicht sammeln wir noch ein paar Worte ein danach. Okay, bis gleich. War nicht so gut, aber... Ja, du hast noch zwei Versuche, oder? Nehme ich trotzdem sehr gerne. Oh, ja, das war das schon. Ja, das ist schon besser. Sehr gut. Was trinken wir denn Schönes? Das ist hier jetzt meine Geburtsstadt, nicht, wo ich herkomme. Licher? Aus Lich. Aus Lich. Ein ganz kleines Kaffee. Achso, und das ist das Licher. Und das ist das Bier aus Lich. Ach, genau, das Licher. Das Bier aus Lich, das ist vielen Dank. Na dann, Geburtsbier ist das. Es ist, ja, es gibt schon leckere Biere, aber aus... aber nicht aus Lich. Wahrscheinlich. Genau, nicht aus Lich. Ach schön, wir sitzen hier am Main, haben direkt die dicke Banken-Wolkenkratzer-Kulisse vor uns. Sind das eigentlich schon die Banken-Wolkenkratzer oder gibt es hier noch eine andere Ecke da? Nee, das ist schon, das geht halt. Das Leuchtete ist, ist der Commerzbank-Tower. Genau, die rote Antenne, die du siehst, ist Hessische Landesbank, also der Main-Tower. Das ist ja auch die, viele dieser Türme haben ja dann von den Frankfurtern auch noch so lustige Spitznamen. Ich weiß, dass die von der Deutschen Bank, diese beiden total silbernen Dinger, heißen Soll und Haben. Mhm. Hier vorne, okay. der Westhafen-Tower, den nennt der Frankfurter nur das Gerippte. Aha. Das Gerippte ist eigentlich das Glas, aus dem du Ebbelwoi trinkst, aber das hat halt das gleiche Muster, das Hochhaus. Es gibt auch noch den Silberling und so, die haben alle irgendwie so Spitznamen. Und nicht alle, aber eine Reihe von denen. Ich meine, also wenn ich schon mal länger mal das Bedürfnis gehabt hätte, dass es zum Audio-Podcast vielleicht doch noch ein bisschen Video gibt, jetzt gerade wäre so ein Moment. Wobei das eine Videokamera jetzt, glaube ich, auch nicht einfangen könnte. Na, ist schon ein bisschen zu spät. Und dann musst du unter der Woche, wenn halt da noch die Büros besetzt sind, und dann leuchtet es schon schön. Ja. Muss man auch sagen, wenn man im Filmmuseum das richtige Büro hat, hat man immer den Blick hier drauf. Das ist schön. Ist auch tagsüber nicht so verkehrt. Du hattest das richtige Büro ein, weil... Nee, natürlich nicht. Ich hatte ein Büro ohne Fenster. Oh nein! Mit 5 Kollegen und Kolleginnen. 6 Rechner. Und wenn ein Tropfen geregnet hat, hat die Automatik bei den Fenstern, das war unterm Dach, hat immer zugefahren, wenn irgendwo ein Sensor einen Regentropfen gemeldet hat. Oder vielleicht auch was von Vögeln, was abgekommen ist. Ich war leider im Sommer da. Ganz ohne Selbstbestimmung. Ja, wenn ich so hinter mich schaue, dann wird es auch so ein bisschen unangenehm hier mit dem Gebüsch. Also ein Licht von der Seite, da bin ich so mittendrin in der Welt von Dario Argento. Spricht man ihn so Argento? Muss man das so ein bisschen italienisch sprechen? Wenn das italienisch ist. Ich würde Argento sagen. Ich habe keine Ahnung, aber mein Italienisch... das klingt gut. Ist auch, glaube ich, auf Mamma Mia reduziert. Sehr schön. Ciao, kenne ich. Ja. Ja, das war ja. Ich versuche gerade das noch hinzukriegen. Einer der Zuschauer sagte gerade draußen in so einem Gespräch nach dem Film, diese Heavy Metal Musik ging mir aber irgendwie auf den Sack. Und dann sein Gegenüber meinte, ja, aber er hat auch so angetrieben. Die Musik ist mir auf jeden Fall auch total präsent jetzt gerade. Also, stimmt, wobei ich das nachvollziehen kann. Also, wie sagt man, bisher einzige Begegnung mit Argento war halt Suspiria, und da ist die Musik halt die ganze Zeit sehr, sehr stimmungsvoll. Also da hast du die ganze Zeit so einen albtraumhaften Score, und diesen hast du ja hier auch, aber dann eben immer wieder auch richtig krasse Metal.
der dann auch immer wieder, was ich wiederum sehr mag, mit so Smash-Cuts komplett weggeschnitten wird. So. In einem Moment dröhnen dir die Ohren und alles fliegt weg und im nächsten kommt der Cut und zack, Ruhe ist. Ja. Es gab ja auch Momente von Smash-Cuts und nicht immer war ich mir sicher, ob der jetzt gerade in der Kopie bedingt oder absichtlich war was. Schön. Ging's dir, Jan? Also die Metal-Musik, ja, kann ich, also ich höre selber kein Metal, ja. Aber ich glaube, ich habe ein bisschen was erkannt, trotzdem. Der wurde auch sehr prominent gefeatured im Vor- und Abspann, dass man das auch ja nicht übersieht, ja, von stimmt, wem die ja. Musik ist. Ja. Ja, überhaupt prominent gefeatured oder auf die Nase gedrückt, das passt auch ganz gut ja. So zum Film. Ja. Aber also subtil sind auch die Einsätze nicht, insofern passt es sehr gut. Ja. Aber den Goblin-Part mag ich dann doch mehr. Und, aber wenn ich dann eben auch dran denke, wenn ich... Wir bestimmen an der Kinokasse beispielsweise ja, die Musik, die im Hintergrund läuft. Und irgendwann habe ich mich mit einem Kollegen, den ich jetzt eben auch, der mir meine Karte gerade besorgt hat, der ist auch großer Goblin-Fan. Deswegen hat es mich jetzt nicht gewundert, dass er auch da war. Und wenn man dann da von Profondo Rosso den Soundtrack anmacht, dann ist ja nach dem ersten Lied, nach 2 Minuten sowieso schon jedes Mal so ein bisschen Matsch in der Birne. Ist ja sehr redundant. Die späteren Lieder, die erkennt man dann auch nicht mehr. Dann wird es noch ein bisschen kruder, aber das ist, ich weiß nicht, wie das bei Suspiria ist, aber das ist ja auch das Stimmungsvolle irgendwie bei Deep Red. Das soll ja auch ein bisschen, glaube ich, auf die Nerven gehen. Nee, das ist aber bei Suspiria auch, das ist die ganze Zeit auch so ein, also ein wirklich gruseliges, dumpfes Grunzen auch so, so im Gesang. Was aber eben auch wie hier ja so ein Serienkiller, Slasher Genre ist, was das halt ganz gut unterstützt. War halt auch nochmal gerade den Gedanken, mir fällt gerade ein, dass es hier auch vielleicht ein bisschen dumpfes Grunzen und Gerausche gerade gibt, weil hier ein bisschen Wind weht. Muss ich immer kurz das kleine Ventilieren durchschieben, dass das ein bisschen hilft. Ja, und dann bringe ich auch gleich mein Telefon raus, um hier einmal ein Foto zu machen. Das könnte glatt taugen. In der trauten Reise und Reise. Aufpassen hier. Ja, du Scheiße. War das länger als 3 Sekunden? Und ist das verbürgt mit den länger als 3 Sekunden? Ich glaube ja irgendwie mittlerweile an gar nichts mehr. Ne? Was? Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe nur 30 auch gehört und ich will mich doch nichts einlassen. So, okay. Bei Slasher war ich. Ja, bei Slasher. Und, ja, wie passend. Genau, wie passend. Und da muss ich auch sagen, dass der Anfang des Films, der hat mir richtig gut gefallen. Beginnt mit so einem sehr klassischen Horrorfilm-Prolog, wo wir schon mal ein erstes Opfer sehen und dann halt mit einer sehr schönen, augenzwinkernden Referenz an Halloween, indem wir diesen ersten Mord eben auch aus der subjektiven Kamera sehen, wie bei Halloween. Und am Ende von Halloween ist dann ja die Pointe, dass es von dem Kind begangen wurde, der Mord. Und hier kriegen wir dann die vermeintliche Pointe, dass es von einem Affen begangen wurde. Wie sich dann aber im Laufe des Films herausstellt, wurden wir da auf eine falsche Fährte gelockt, wie so noch das ein oder andere Mal im Verlauf des Films. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Aber auch schon eine Vorwegnahme, wie irgendwie so vieles. Natürlich. Ja. Auch Kinder, verlorene, jetzt habe ich nicht ganz verstanden, das vielleicht könnt ihr mir jetzt da aufklären, weil jetzt die eine, es ist ja, wenn ich die Wiederaufführung richtig kenne, wird ja gespoilert. Ja, bitte, genau. Ohne Rücksichtnahme. Spoiler, genau. Ist jetzt die Frau, die am Ende für die meisten Morde verantwortlich ist, die dann passiert sind, ist das die, die verschwunden ist? Nee, oder? Das war nicht die Greta, von der immer mal die Rede war. Nee, sie war ja, Greta war ja auch so ein junges Mädchen. Genau. Einfach, die haben wir nie gesehen, glaube ich. Oder ist das was, ist das das, also ist Greta seit 15 Jahren verschwunden? Nee, das war die, wo es losging. Also nee, es war nicht, also ich glaube, es war nicht das Mädchen aus dem Prolog, das war das erste, was vor 8 Monaten. Ja, und, das ist klar, ja. Mhm. Ich glaube, Greta war einfach ein weiteres Mädchen im Zuge dieser, dieses Serienmordes. Vor 15 Jahren war dieser Vorfall, wo offensichtlich die Lehrerin in einer Nervenheilanstalt ich interpretiere jetzt mal, es wurde nicht so ausführlich gesagt, aber wahrscheinlich vergewaltigt wurde und das Kind, was sie halt dann zur Welt gebracht hat, ist ein Monster.
Auf jeden Fall. Und ich weiß auch nicht, wie Jennifer Connelly zu dem Zeitpunkt in der Handlung noch daran glauben kann, dass das nicht so dramatisch sein kann, dass sie sich dem so annähert wie, komm, ich nehme dich mal einen Arm und ich habe schon mal den Spiegel freigelegt. Das wird schon keinen großen Grund haben. Du kannst dich ruhig mal angucken und dann sofort schreiend weg. Ja, das Kind, das ist dann aber auch wirklich gebrandmarkt fürs Leben. Wobei ich mir bei Jennifer Connelly sowieso viel gedacht habe, ob die überhaupt dem Ganzen folgen kann, weil es fiel mir gerade am Ende, da wird ja, da haut ja Argento ein nach dem anderen nochmal raus, ein Klischee nach dem nächsten. Das ist schon ganz besonders, wo er sich ja noch selber zitiert, mir ist noch aufgefallen. Argento ist ja auch einer derjenigen, die mit dem Giallo vor allem ja verbunden werden und auch noch so die ganze Frühform ist ja auch so bekannt geworden für so ein paar Tropes, wie, also der Serienkiller ist natürlich eine, auch immer mit dem Messer als Mordwaffe oder einem Dolch, auf jeden Fall etwas Ähnliches. Und die schwarzen Handschuhe, die wir ja hier auch einmal zu sehen bekommen, am Lenkrad von dem Auto, ich glaube aber, dass es in dem Fall dann auch nicht, oder es ist, bleibt, glaube ich, ein bisschen offen, ob das jetzt dann der Täter war, aber ich glaube, es war der Detective, der aber auch erst sehr spät irgendwie dann wieder in die Handlung zurückkommt. Also es ist noch sehr frisch bei mir. Ja. Normalerweise podcaste ich nicht so kurzfristig nach dem Film, aber da muss ich noch einiges ordnen bei mir, weil das jetzt eben dann doch nochmal sehr viel auf einmal war. Was, glaube ich, auch wirklich eine angemessene Wiedergabe des Gefühls ist, dass dieser Film jetzt erstmal hinterlässt. Also, wer war dieser Typ im Anzug und Hut im Bus, wenn sie mit der Fliege, mit der Leichenfliege auf Leichen-Sightseeing-Tour geht? Also das ist auch nur quasi ein Suspense, nicht ein Suspense, da wird einfach eine Fährte gelegt, die dann sich nicht weiter... Ja. Also er hat das ist ja meine eigene Verdächtigung, wird ja gar nicht weiter thematisiert. Ne? Ja genau, es wird immer wieder, hat er damit gespielt, ja, dass er einfach falsche Fährten gelegt hat. Ja. Bis hin zum Finale, wo dann dieses Kettenbild aus dem Prolog wieder aufgegriffen wird. Ach, und ja, du richtig. Denkst, jetzt haben wir hier endlich den Mörder, aber dann ist es nur der entstellte Polizist, der da angekettet wurde. Und mit diesem, also immer wieder hat er halt so kleine Momente, wo du denkst, aha, ein Reveal, und dann stellt sich nach 10 Minuten wieder raus, nee, war wieder eine falsche Fährte. Genau, und ach so richtig, die ist ja gerade erst umgezogen vor ein paar Monaten. Ich habe gerade überlegt, was haben wir denn da eigentlich am Anfang gesehen im Prolog? Aber ja, so ergibt das einigermaßen Sinn. Die Instrumente sind die gleichen, anderer Ort. also als wir dann in diesen Keller geraten, und Jennifer Connelly da in diese Verwesungsgrube, die Ursuppe des Bösen und Verdorbenen und des wenn die da plötzlich reingerät und der Polizist da auch schon so entstellt, da so angekettet ist, da habe ich dann kurz vergessen, dass sowas ja so eine Spitzen kommen können. Also da war ich dann richtig, da dachte ich so, okay, also wenn ich ihm eins lassen muss, dass der hat seine, also das ist krude, aber diese krude Dramaturgie hat er wirklich im Griff. Also wie er da dann die Knöpfe drückt, also bei mir ist dann wirklich ganz gut und alle 3 Jumpscares, die danach kommen, funktionieren alle richtig super. Mein Puls ist ganz weit oben. Also das fand ich schon. Ja, das hat auch. Also tatsächlich so dieses, wie sie da auch ewig kämpfen musste, um aus diesem wirklich widerlichen Tümpel, wo lauter halb verweste Menschen drin rumschwimmen, rauszukommen. Da, das ging auch an meine Gore-Grenzen. Ja, ne? So, wo ich wirklich, da wurden mir auch echt übel in dem Moment. Und dabei ist das meiste eher suggestiv, ne? Also ich meine, also klar, ich sehe schon schimmelnden Schädeln sehe ich Maden rumkriechen, aber also dennoch ist es ja quasi, also keine Ahnung, also... Ja, yeah, also bis zu den zur letzten halben Stunde, letzten 20 Minuten ist er sehr dezent. So, ja. Und auch so zum Beispiel diesen ersten Mord, da haben wir sehr viel mit assoziativen Schnitten. Ja. Da sehen wir mal eine Schere, da sehen wir mal ein bisschen Blut. Wir sehen einmal irgendwie eine Schere in der Hand eindringen, so, aber sonst ist da nicht wirklich viel, viel explizite Gewalt, ja. Explizite Horror. Aber dann am Ende dreht er wirklich alle Regeln nochmal recht schön auf 11. Und auf ganz schön hohem Niveau. Also ich bin ja manchmal schon gewohnt gewesen, jetzt gerade aus den 60er, 70er Jahre Zeug, dass das eben teilweise so, vielleicht auch mit einer gewissen Absicht, sieht es vielleicht gar nicht so hingeschludert, wie ich das jetzt vielleicht manchmal denke, aber also auf jeden Fall es so künstlich aussieht, dass ich mich gut davon distanzieren kann und mich das gar nicht so mitnimmt. Aber hier waren die meisten Sachen mit
so, es war jetzt nicht dieses komische leuchtende Rot, das man sofort in die Künstlichkeit irgendwie abschieben kann, sondern es war schon, also war auch überhaupt eine ganz schön aufwendige Produktion. Das sah jetzt wirklich aus wie, mehr Mittel hat man wahrscheinlich zu keinem Zeitpunkt in der Hand gehabt. Also sehr aufwendige Kameraarbeit auch. Also ich meine, für mich war es jetzt nochmal eine Überraschung. Das macht einfach noch einen riesen Schritt nochmal so in den filmischen Mitteln, was so ab den 80ern auch möglich war. Also es ist viel Steadicam und aufwendig gestaltet. Ja. Ist ja auch eigentlich ganz interessant, dass ja Argento eben zu der Bewegung gehört, die ja dem Slasher-Film eigentlich vorweggegriffen hat, eben mit den Giallos so. Ja. Dann aber sich jetzt auch gerade mit den Kameraarbeit ist einfach teilweise ja wirklich 1:1 Halloween von Carpenter abgeschaut, sehr nah in vielen Stellen. Und dass sich da jetzt so dann wieder so die Rückbezüge oder dass sich dieser Kreis wieder schließt. Und ich würde jetzt mal, ich bin mit Argentos Filmografie jetzt auch mit den Jahreszahlen nicht so wahnsinnig gut vertraut. Aber ich glaube, so sein großes Schaffen war eigentlich Ende der 70er und ich nehme mal an, dass das einer seiner letzten wirklich größeren Produktionen war. Habe ich auch so gelesen, dass es danach bergab ging. Ja, also und auch generell, ne, mit dem Genre-Kino in Italien, so habe ich das ein bisschen aufgegriffen. Also es gab ja auf dem Terza Visiona gab es gestern ein längeres Interview mit Fabio Frizzi, einem Komponisten. Und der meinte, er hätte dann einfach irgendwann Mitte der 80er keine Arbeit mehr gehabt für diese ganzen Genre-Filme, weil die gab es so einfach nicht mehr. Das ist so nie eingebrochen. Ja. Ich meine, ist wahrscheinlich auch so, dass dann einige Filmemacher, also von vorher ja Leone ist nach Amerika, Argento ist ja jetzt auch hier mit den Filmen, zumindest in den... Also es ist ja jetzt ein englischsprachiger Film, der zwar in der Schweiz spielt, aber eine italienische Produktion ist auch das schon wieder, also das passt ja irgendwie auch zum italienischen Kino und zum Genre-Kino. Den Western, den wir vorher gesehen haben, spielt in Mexiko. Die sprechen aber Italienisch und ab und zu mal ein paar spanische Wörter. Also ich kann weder Italienisch noch Spanisch, insofern. Ja. Ich fand das auch nur so. Also das italienische Kino so in der Zeit war ja sowieso sehr multikulturell und international ausgelegt. Ja, aber ich weiß gar nicht, also ist zum Beispiel ein Sergio Leone wirklich nach Amerika gegangen? Also im Sinne von, der hat dann da auch gelebt und... Ja, so in seiner späten... Also das, okay, aber jetzt so ja, die... Also klar, es war immer in Amerika, ist natürlich ganz klar. Also, oder ja, eigentlich schon, ich meine, auch schon Ende 60er, der hat das schon auch immer thematisiert. Das war das Kuriose für mich auch mal in den Italo-Western, dass das sozusagen auch immer Geschichten über Amerika waren. Aber also ich weiß zum Beispiel gar nicht, also Dario Argento ist aber doch also heute auch immer noch in Italien aktiv, oder? Also wenn da jetzt irgendwie Sachen kommen von denen? Oder bin ich jetzt gerade schief gewickelt? Aber dreht doch immer noch, oder? Also ich weiß jetzt das letzte eben, das war dieser Dracula 3D, der ist glaube ich von 2012, also noch nicht so alt. Und ich weiß auf jeden Fall, dass seine Tochter, die Asia Argento, die ja als Schauspielerin, glaube ich, bei ihm auch angefangen hat, nicht selten nackt in seinen Filmen. Das ist ein bisschen befremdlich. Aber sie dreht ja auch selber Filme und auch umstritten, glaube ich, aber zumindest auf großen Festivals immer noch dann vertreten. Wie jetzt sein Filmschaffen aussieht, weiß ich so ganz genau gar nicht. Aber nochmal ein gutes Stichwort. So, also dieser lüsterne Blick des Mannes auf diese jungen Frauen ist da auf jeden Fall auch ganz junge auffällig. Junge Frauen ist gut. Also ja, können wir es festmachen bei Jennifer Connelly? Also sie müsste 15 gewesen sein, sowas. Also 14, 15. Und dann finde ich das schon ganz schön frech. Da gibt es schon Momente. Also er zeigt sie des Öfteren in transparenten, also nein, nicht des Öfteren, aber sie hat, es gibt schon so Shots, wo sie wirklich transparente Nachthemden trägt und wirklich, also er ihre Beine wunderschön in Szene setzt, ihre langen, nackten Beine und so Sachen. Das ist schon auch so ein bisschen creepy, wenn du denkst. Ja. Vor allen Dingen, weil sie dann auch am Anfang noch so einen Witz macht, so ihr Vater ist halt im Film irgendwie ein berühmter Schauspieler und ihre Zimmerkameradin fährt voll auf ihn ab und dann sie meinte, das wäre ja irgendwie komisch, wenn ich auf den Schaf wäre, er ist ja mein Vater. Und dann halt, ja, wird sie halt schon krass sexualisiert. Ja. Aber auch typisch, ne, die erste
wie heißt das, Roommate, ja. Zimmergenossin, ja. dass die als Französin sehr offen, also erstens, ja, Franzosen rauchen natürlich grundsätzlich, egal ob sie minderjährig sind oder nicht im Film. Aber hey, das waren die 80er. Also das stimmt, ja. Also es fehlt eigentlich nur, dass sie schon den Rotwein nehmen, also neben auf dem Nachttisch stehen hat. Und natürlich, sie ist total sexualisiert auch. Ja. Ich finde es auch sehr schön. Also gerade diese Zimmergenossin, die ja so die einzige, also sie wird ja auch als Freundin von Jennifer Connelly im weiteren Verlauf mal noch genannt, weshalb sie sich auf die Suche nach dem Mörder macht. Und dass sie ja zu ihrem Freund, zu ihrem Macker, wer auch immer das genau ist, geht und dann von ihrer neuen Zimmergenossin spricht und sagt, sie trägt das Haar wie ich und sie hat sich halt dann das Haar so wie die Jennifer Connelly gemacht und trägt ja sogar ihre Klamotten. Das ist schon ganz schön gemacht so in manchen Momenten, aber auf der, also das war auch schon, glaube ich, etwas, was ich bei anderen Ausschnitten ja vor allem aus Argentos Film so gedacht habe. Das ist halt ein handwerklich extrem versierter Regisseur, der hat auch ziemlich, also der hat tolle, immer einen tollen Cast auch und die Crew ist top ausgebildet, also er hat tolle Kameramänner, der arbeitet mit, also jetzt nicht nur Goblin, auch eben anderen, jetzt ja hier noch Iron Maiden, Motorhead und so weiter, also er arbeitet auch mit, in dem Fall dann auch popkulturellen Musikern, die aber auch ihren sehr eigenen Stil haben zusammen. Der hat einfach immer ein Top-Team um sich und das sieht man den Film an. Die sind, also beim dem Dracula 3D jetzt vielleicht nicht, aber so in der Zeit zumindest. Ja, das ist wirklich top gemacht. Aber auf der anderen Seite ist er eben doch auch ein bisschen plump. Und als Drehbuchautor ist er ja hier auch vermerkt, noch mit einem Kollegen. Stimmt, das sind, die Dialoge sind ja wirklich köstlich. Ja, genau. Also gut, ich habe jetzt ja auch da die Übersetzung teilweise nochmal so mitgelesen und vielleicht ist aus dem Italienisch, ich weiß nicht, wie gut er Englisch konnte, weil es kann ja sein, dass er das Drehbuch auf Italienisch schreibt und es wird übersetzt und es geht ein bisschen was verloren von den Nuancen, die er sich da ausgedacht hat, aber er ist dann doch in der Art und Weise, wie er auch Charaktere etabliert, beispielsweise, wenn es dann um den Insektenforscher da geht, dann sagt er ja sogar, ja, aber wir erzählen das jetzt nochmal, so wie immer erzähle ich jetzt, wie wir eigentlich in die Kriminal- oder in die Mordermittlungen immer mit eingreifen. Das ist nicht so toll und nicht auf der gleichen Ebene gelöst wie so manche Shots. Naja, du hast auch so, wenn sie dann am Ende sich das nochmal in Erinnerung ruft. So ja, und das, wir haben also halt genau zwei oder drei Mal. Wir sehen halt immer so Maden, die nur von Menschen, toten Menschen leben, was wir gesagt kriegen. Und die sehen wir dann halt am Ende sehr, sehr oft und prominent. Und eigentlich jedem Zuschauer müsste klar sein, was das bedeutet. Aber trotzdem kriegen wir dann nochmal so ein Voice-Over, ihre Erinnerung, wo sie sich das nochmal ins Gedächtnis ruft. Ich glaube, insgesamt wird das wirklich mindestens 5-mal im Film platziert. Ja, also gleich am Anfang, wenn wir diese Maden sehen, wird ja sehr ausführlich erklärt, ne? Also wie die auch nur dann dort zu sehen sind, wenn Leichen da sind, die ernähren sich davon und das ist ganz explosiv da und dann wird das halt immer wieder aufgegriffen. Also wenn sie dann losgeschickt wird mit dieser Leichenfliege, wird das nochmal erklärt und genau, und dann gibt es diese anderen Szenen, von denen du gerade gesprochen hast, in denen im Off sich das noch ein weiteres und wiederholt. Bei Wiederholungen sind mir auch nochmal aufgefallen, die schlafwandelt ja, was nach einer halben Stunde niemanden mehr interessiert. Auch den Regisseur, Drehbuchautor in Personalunion ja nicht mehr, das hat er wohl vergessen. Aber diese eine Nacht, wo sie ja dann vom Mörder den Handschuh entdeckt, ja. Das finde ich, da habe ich mir wirklich, ich glaube, ich habe mir nicht wortwörtlich an den Kopf gegriffen, aber ich hätte es gerne getan, weil zum einen sieht man, wie sie den Handschuh nimmt und dann ins Haus geht und schreit, also das hört man zumindest. Und sie wie die Lichter angeht, dann wird es noch einmal in einem Brief, den sie an ihren Vater schreibt, beschrieben und wir bekommen noch mal Flashbacks auf die Situation, teilweise aus anderen Perspektiven und dann erzählt sie es noch einmal das EEG gemacht werden soll und noch einmal dann bei dem Insektenforscher und das innerhalb von 5 Minuten, glaube ich, ja. Wo ich nicht genau weiß, ob jetzt der Regisseur da dem Zuschauer nichts zumutet oder ihm
Vielleicht sind das auch ein paar Sachen, die aus kürzeren Fassungen rausgeschnitten wurden, man weiß es nicht. Nee, möchte ich jetzt aber mal hier auch wieder die Ehre von Herrn Argento verteidigen, weil ich mag diese Art Filme zu machen eigentlich sehr gerne. So dieses sehr explizite, wir zeigen es auch dreimal, aber es ist trotzdem irgendwie so heimelig. Es ist auch Wesen, also man kann das auf einer wesentlich höheren und kunstvollere Art und Weise machen. So, also, aber es ist nicht weit entfernt von der Art und Weise, wie Hitchcock oder Spielberg früher Filme gemacht haben. Die, die waren auch sehr explizit. Die haben das eben vielleicht ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl gemacht, aber jetzt muss ich ja den Kulturpessimisten raushängen lassen, aber das mag ich eigentlich gar nicht. Aber ich finde es so oft so ein bisschen verloren gegangen, dieses so, wir hauen nochmal so mit dem Holzhammer euch die was weiß ich, epische Vorausdeutung oder nochmal die Rekapitulation in den Film rein, sondern es wird heutzutage, ich hasse solche Sätze, aber sehr viel aufs, ich sag mal, stringente Geschichten erzählen Wert gelegt und diese Wiederholungen gehen so ein bisschen verloren. Ich meine, ich lasse dich gleich. Eine Sache, nämlich so. Ist ja kein Video, keiner sieht, dass ich die ganze Zeit ansetzen will. Ich möchte nur auch eine meiner Lieblingsszenen war halt, weil es auch so ein bisschen Hitchcock gewollt, aber nicht gekonnt war, die Szene, wie sie vom Internat verklickert bekommt, sie ist ja jetzt verrückt und sie muss jetzt ins Irrenhaus und dann sie halt so tut, als würde sie schlafen, sie ihr so eine Krankenschwester ans Bett gesetzt haben, die dann da strickt, bis sie einschläft und sie dann aus diesem Zimmer ausbrechen will und wir so mehrere Suspense-Momente haben, wo sie halt dann aufsteht und fast den Ständer mit der Infusion umstößt lauter so die Nadel fällt runter, aber dann doch gerade in den Wollknäuel rein und dann kommt noch der Kuckuck aus der Uhr, den sie noch aufhalten kann und so das, also ich das ist mein Herz aufgegangen, weil ich das so schön fand. Yeah, yeah, so, yeah. Ach ja, jetzt muss sie sich da aus diesem Zimmer rauskämpfen und ständig irgendwelche Obstacles in den Weg legt, aber sie schafft es. Yeah. Und wirklich, hätte man eine Parodie zu Hitchcock und De Palma machen wollen, würde die ungefähr so aussehen. Ja. Und es ist irgendwie süß. Also mir ist es eher sympathisch. Das ist, er meint es nicht als Parodie, er will das jetzt auch so machen. aber schon mit einem Augenzwinkern, das sehe ich da auf jeden Fall. Und eben auch, diese Szene ist ja sehr auch in sich geschlossen. Ja, sie schließt die Tür und die nächste Szene ist ja, wie sie schon bei ihrem, bei dem Insektenforscher ist. Also der Rest wird ja ausgespart. Sie entkommt halt aus dem Internat. Aber also sie hat schon alle Hindernisse in diesem einen Raum überwinden müssen auf den paar Metern. Ich fand das wirklich, also das ist auch eine meiner Lieblingsszenen. Und die fand ich auch wirklich handwerklich, aber auch gut gemacht, weil da ist der Rhythmus da. Genau die richtigen Elemente, die Blickführung, das funktioniert wirklich sehr gut. Man kann sich super verorten. Man kennt ja auch das Zimmer. Ist mir erst nicht aufgefallen, dass sie bei sich in ihrem Schlafzimmer liegt. Das ist mir dann erst so, ich glaube sogar bei der Kuckucksuhr, die ja auch, also Schweizer mögen anscheinend ihre Fahnen gerne, also zumindest in den 80ern. Ich glaube, Dario mag gerne den Zuschauer immer wieder klar machen, wir sind in der Schweiz. Ja? Also Fahnen und Uhren sind offensichtliche Merkmale, dass du in der Schweiz bist. Was nur einfällt, wenn man keine Ahnung von der Schweiz hat. Und die Schweizer fahren wie Sauauto, muss ich mal sagen. Es gibt ja öfter so Szenen, wo du denkst, so, meine Güte, da wäre jetzt aber fast jemand wieder überfahren worden. Boah, ist das eine gruselige Szene, oder? Das ist doch wirklich Jennifer Connelly, die da auf der Straße langläuft, während die Autos da unfassbar knapp an ihr vorbeifahren und ganz scharf ausweichen. Da habe ich ganz kurz wirklich sehr große Angst. Aber auch, glaube ich, relativ, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube schon, dass da mit der Schärfe so gespielt ist. Das ist wunderbar auch. Die Szene ist toll gemacht. Ich finde generell diese Schlafwandelszenen, ich meine, die sind recht simpel. Ja, dass du teilweise, man arbeitet mit Verzerrungen durch die Linse, mit Negativ, also dass die Farben ins Negativ gezogen werden. Total simpel. Sie spielt das auch eigentlich recht, also ich habe ja da abgenommen, dass sie schlafwandelt. Aber ich finde es halt so ein bisschen schade, es kommt halt am Anfang vor und anscheinend wird das Interesse einfach daran verloren, aber es ist auch auserzählt eigentlich, wo sie ja lernt dann. Vielleicht ist auch das so das Ding, wahrscheinlich ist ja der Film auch so ein bisschen wie eine Heldenreise, ist doch für ihr und dass dann eben das etwas ist, was sie von ihrem
Lehrer eben beigebracht bekommt, wie sie ihren Schlaf, wie sie das Schlafwandeln besiegt. Also, ja, ich weiß, dass dann Dario Argento einfach auch 20 Jahre von Exploitation-Kino machen, nicht, das ist nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Man hat einfach immer wieder mal gern den nächstbesten Vorwand genutzt, um zum Beispiel da übernatürliche Szenen zu etablieren. Ne? Das war das Schlafwandeln gut, so wie es in anderen Filmen andere Dinge waren. Wenn es irgendwie einen guten Grund gab, dass jetzt eine Frau entblößt rumläuft, hat man den genommen. Und wenn er 20 Minuten später in dem Plot gar keinen Sinn mehr gemacht hat, war auch egal, dann wird schon was Nächste irgendwie finden. Also ich glaube, das steckt da irgendwie auch so ein bisschen drin. Und da passieren tatsächlich so ein paar Sachen, da bin ich total bei dir, Daniel, dieses... Also, dass man das auch genießen kann, also seien es jetzt die Wiederholung oder dieses Überdeutliche. Und mir ist zum Beispiel aufgefallen, das habe ich jetzt auch bei den Terza Version, aber bei ganz vielen Filmen erlebt, wenn Einstellungen einfach länger stehen bleiben, als ich jetzt gedacht hätte, dass ich die jetzt noch brauche. Also, dass jetzt nicht auf erzählerische Ökonomie glatt gebügelt ist. Also dieser Moment, wenn Jennifer Connelly von dem Affen sozusagen ein Stockwerk höher geführt wird und sie benutzen von dem Professor diesen kleinen Treppenfahrstuhl. Und das dauert viel zu lange, wie er so hochfährt, wie er ihnen dabei zuguckt, wie sie dann auch im Off verschwinden. Man hört sie noch so komisch lachen und scherzen mit dem Affen, wo ich nicht weiß, was soll das denn jetzt? Und dann wieder Schnitt auf Donald Pleasance, der so guckt. Aber es gibt etwas, das ist einmalig. Also ich kenne das sonst einfach nicht. Also dann fange ich an, das auch ein bisschen zu genießen. Ja, stimmt, erzählerische Ökonomie. Da finde ich ja noch, da geht es ja immerhin, also der Film ist ja auch sehr amüsant, ja, also der ist ja, auch, also der ist ja nicht nur ein Horrorfilm. Nein. In der Einführung wurde ja auch sogar gesagt, es ist ein Heimatfilm. Ja, ein schöner Gedanke von Christoph Darkstar, ja. Ja, also wäre ich jetzt, glaube ich, trotz der Bilder von den Bergen und den Alpen nicht unbedingt drauf gekommen, aber es hat halt durchaus viele komödiantische Elemente. Immer wenn der Affe irgendwie auch nur im Bild irgendwo zu sehen war am Rand, das war halt, also es ist toll, der Affe, der muss natürlich auch nicht spielen, dass er unbeteiligt ist, er ist es halt, aber es ist wunderbar, was der alles so tut und sehr schön einmal, wo der Affe sich so, wo er so die Arme verschränkt und Jennifer Connelly, sie sitzt auch auf der anderen Seite, es wirkt sogar so ein bisschen wie eine Spiegelung und sie irgendwann schlägt sie auch so die Arme ineinander und das ist wahrscheinlich, also bestimmt nicht gewollt oder so oder hat keine Bedeutung so für sich gehabt. Ich fand es aber irgendwie schön, weil das so eine wirklich Symmetrie das, im Bild, genau, eine Symmetrie im Bild hatte. Aber bei, ich finde, es gibt auch tatsächlich Szenen, wo ich gedacht habe, also warum verliert diese Sophie, wie sie sich auf den Weg macht zu ihrem Lover Wege. Da. Also, immer wieder Wege aber gehen. Auch, man sieht, wie sie sich umzieht. Ja, das wäre etwas, ja, das ist... Wir ahnen es schon. Das ist, gut, wir wollen natürlich den nackten Rücken von einer 14-, 15-jährigen Französin, will man sich nicht, will man nicht aufsparen. Aber dieses Verfolgen von jemand, der irgendwo lang geht, das ist ja schon auch wieder ein relativ klassisches Slasher-Element, einfach weil du jeden Moment mit einem Jumpscare rechnest und da dann wieder mitgespielt wird, dass er nicht kommt. Aber es läuft manchmal extrem heftig Heavy-Metal-Musik drüber und die Einstellung bleibt einfach gerade stehen. Oder stellt euch mal, erinnert euch an diesen Moment mit dem Glühwürmchen. Das ist eine unfassbar lange Einstellung. Oder der total Jennifer Connelly, diesen wirklich sehr süß mit der Hand hineingekratzten Lichtfetzen folgt. Ja, also der Film nimmt sich einfach immer wieder das Recht raus. Also ganz, also es gibt Momente, wo ich denke, Dario Argento hat das nicht so ganz raus mit dem Tempo und den Schnittfolgen. Und dann gibt es eben diese Momente zum Schluss, die Hammer sitzen, ne, wo jeder einzelne Schnitt wirklich punktgenau ins Ziel kommt. Möglicherweise gibt es wirklich, also vielleicht auch einfach was Spielerisches einfach. Mhm. Also, ich glaube auch, dass da bei ihm verschiedene Interessen waren. Also ich glaube, dass er deutlich mehr Spaß hat an den Slasher-Szenen und auch an den atmosphärischen Horror-Szenen als an dem, es ist ja ein bisschen, man könnte es ja wahrscheinlich ein bisschen vergleichen mit einem, also macht man ja häufig auch bei Slasher-Filmen, glaube ich, mit, also es gibt ja den Begriff Torture-Porn beispielsweise. Ja. Es ist ja, du hast glaube ich auch ein paar, oder zumindest einen Film hast du mir erzählt, der eher als Soft-Porno durchgeht. Wo es immer so Handlungselemente gibt, die werden halt abgearbeitet, aber eigentlich nur, um zu der nächsten Sex-Action-Horror-Szene zu kommen. Das kann man ja anwenden auf welche Genres auch immer. Und bei Argento habe ich ein bisschen so auch das Gefühl, dass er das halt abarbeitet. Und da, man merkt dann, wo es ihm auch dran liegt. Und die Szenen funktionieren auch sehr viel besser. Und auch ohne viele Dialoge.
manchmal auch ein bisschen zu viel, also dass dann der Bösewicht am Ende dann doch nochmal irgendwie, es ist nicht der Evil Plan, aber so, ja. Aber noch einmal so dieses zynische, ja, jetzt ruft doch deine Insekten beispielsweise. Aber überhaupt die Insekten, ich habe ja auch gedacht, das hat er auch vergessen so mit der Zeit. Also ja. So, ich glaube, nach dem Glühwürmchen verschwinden auch die Insekten größtenteils, außer diese Fliege. Your Magic Wand. Ja, also es ist auch ein Film, der mich ganz anders auf Insekten blicken lässt. Tolle Bilder auch findet, also auch total ekelhaft natürlich. Also, aber irgendwie hat es auch eine gewisse Schönheit, Insekten in Nahaufnahmen zu sehen. Also, ich fand es krass, also als ihr dann am Ende im Haus der Mutter-Sohn-Mörder-Familie ist und einfach überall diese Maden sind. Ja, so, auf der Seife, im Handtuch. So. Das muss die doch auch stören, wenn die da leben. Naja. Mir wird gerade nochmal klar, dass in dem Film, das habe ich bei ganz vielen italienischen Genrefilmen jetzt diese vier Tage lang beim Terza Visione erlebt, wo ich so denken würde, na, also wenn jetzt zum Beispiel das Genre irgendwie ist, da, also da gehört dazu, dass ein junges Mädel mit einem Affen am Ende den Oberbösewicht um die Ecke bringt. So, ne? Dann hätte das eine wunderbare Kinder-Jugend-Story à la Harry Potter irgendwie sein können. Ne? Das hätte dann so auch seine eigenen Gesetzmäßigkeiten, bestimmte Grenzen würden nicht überschritten werden. Und Dario Argento kennt, glaube ich, solche Muster so nicht oder den interessiert das nicht, sich für ein Muster zu entscheiden und das dann durchzuziehen, sondern es schwankt hin und her. Dieser Moment, wenn am Ende Jennifer Connelly mit diesem Affen dort am Strand sitze, denke ich so, das könnte jetzt eine Serie werden, so, ja. Also die beiden erleben noch viele weitere Abenteuer, nur würde das halt nicht in das heute völlig gewohnte Raster von, das ist jetzt ein Kinder- oder Jugendding, so, ne, dann können bestimmte Dinge ja nie passieren, so, während das hier ein unglaublicher Mix ist. Also ich habe auch einen anderen Film, so Mantel- und Degen-Film, wo ich dachte, ja, da kann er kaum, also das ist jetzt quasi FSK 12 sozusagen, ne? Und dann gibt es Momente, wo zwischen Mann und Frau Anspielungen manchmal denke, Alter, das geht doch jetzt gar nicht, aber nee, das, also wer hat denn gesagt, dass das so sein muss, dass es diese Grenzen geben würde? Also das ist eigentlich das Schöne, der hat mich immer wieder überrascht, dieser Film, und hat mich über diese 107 Minuten dann auch ganz schön gut unterhalten. Das muss ich jetzt auch mal feststellen. Also. Ja, wobei ich schon sagen würde, ein paar Grenzen sollten sich Regisseure schon setzen. Weil, welche denn? Also, ganz Grenzen für Regisseure. Ganz Grenzen für einen Horrorfilm. So. Ja. Ja, sehr schön, das fängt gut an. Nee, aber also ich habe halt jetzt so, letztes Jahr habe ich einen Film gesehen, ich glaube, der kam jetzt, habe ich auf dem Festival gesehen, der kam jetzt, glaube ich, dieses Jahr in die Kinos, der hieß Die Hanna. Es war so ein deutsche Liebeskomödie, Drama, irgendwie so alles mit drin. Und vor allem zu viel drin. Die Regisseurin war dann auch da und hat über jeden Film erzählt und wie viele Drehbuchideen sie so hatte. Und dann habe ich so gedacht, ja, schön, dass du so viel Freiheit hattest. Aber manchmal tut es ganz gut, wenn da so ein paar Leute sind und ein paar also es ist ja meistens mit Fernsehgeldern, ein paar Redakteure haben schon recht, wenn sie sagen, also nimm das doch mal raus und elaborier doch mal diesen anderen Aspekt ein bisschen mehr. Wo dann für mich die Stringenz ein bisschen abhanden kommt. Das hatte ich jetzt bei dem Argento-Film auch teilweise. Und ich glaube, dass es auch ab dem Zeitpunkt immer wirrer wurde bei ihm. Und auch da dass er wirklich so einen Fokus verloren hat. Und aber vielleicht auch ein bisschen größenwahnsinnig geworden ist, ich weiß es nicht. Aber dass es schon auch störend ist, wenn so viele Ideen sind. Natürlich, also ich war auch immer wieder überrascht, aber ich habe mich, also es gibt auch Überraschungsmomente in Filmen, wo ich denke, wow, also jetzt mal ein typischer Plot-Twist von Fight Club, Wahnsinn, ja, also damit habe ich nicht gerechnet in dem Moment. Und da ist es aber so, da wurde darauf hingearbeitet, wenn ich den Film nochmal gucke, dann kann ich sehen, da hat sich der Regisseur mit dem Drehbuchautor, mit Kameramann Schnitt und alle weiteren, die haben sich da einen Plan gemacht, wie sie mich hinführen. Ja, Sixth Sense funktioniert genauso wunderbar. Und bei dem Film ist es aber einfach so, wenn ich ihn jetzt nochmal gucke, sind die Momente genauso wahllos. Also, na, aber er hatte auch dieses, also was du halt sagtest, zum Beispiel so am Anfang mit dem Affen, dass der da schon das Skalpell hält und am Ende wird das dieses Skalpell sein, was den Mord begeht, die Ketten, also das geht alles eleganter, das geht alles subtiler, das geht alles auch stringenter so, aber
im, sag mal, im Rahmen seiner Möglichkeiten hat er da schon auch ja, irgendwie nicht komplett nur eine Deus Ex Machina aus dem Ärmel gezaubert nach der anderen, sondern sondern schon irgendwie auch eine gewisse Stringenz gehabt. Aber ganz Unrecht hast du auch nicht. So, ich habe mich auch die ganze Zeit halt gefragt, wer ist der Mörder? So, ja, ist bestimmt der Insektenmann. So, nee, es ist bestimmt die böse Internatsleiterin. Und dann so, nein, das ist die Frau, die ganze Zeit im Hintergrund stand, die nie irgendwie eine tragende Rolle hatte. Das hat mich dann am Ende auch sehr überrascht. Ja. Ich meine, ich merke, also ich bin total nah an dieser Welt der gut geölten, oder ist, glaube ich, das ist nicht das richtige Bild, aber dieser ganz feinen Uhrwerke, die wirklich perfekt ineinander greifen. Mhm. Ich bin damit ja auch groß geworden, sozusagen im Kino, sowas wie Fight Club oder auch Sixth Sense. Also Sixth Sense ist ein schönes Beispiel für, da sitzt ja wirklich alles. Und es ist ja fast schon eine Tragödie des Hollywood-Kinos, dass M. Night Shyamalan nie wieder dieses Uhrwerk so erreicht hat, wie mit diesem Film. Also, aber scheinbar immer noch auf der Suche ist, es noch einmal zu wiederholen. Zumindest habe ich manchmal diesen Eindruck. Und ich habe dann auch immer eine Enttäuschung, wenn es nicht ganz so geil hinkommt und die Auflösung so nicht ganz so großartig ist. Also es, und dann ist das sowas wie, jetzt habe ich richtig Freude daran, wie Dario Argento eben diesen Zwang, diese zwanghafte Perfektion gar nicht vor Augen hat. Überhaupt nicht. Also das ist schon fast was Befreiendes, ist, dass am Anfang diese zwei Polizisten, mit denen sich der Professor unterhält, also ich weiß nicht, ob einer von denen jetzt wieder auftaucht oder so, aber also jedenfalls, ich denke, oh, das wären die beiden, die jetzt immer wieder im Film auftauchen. Nö. Ja. Hat jetzt gerade gepasst für die Idee der Exposition, die er da hatte und dann später eben nicht mehr. Und das hat dann was, das hat ein Stück weit was Befreiendes. Also ich habe gemerkt, dass mir das heute Spaß gemacht hat. Ja. Und manchmal sitze ich auch im Film und wünsche mir, also wenn mich ein Film erstmal so richtig anfängt zu langweilen oder ich mein Interesse an den Figuren verliere, dann fange ich an, sehr böse zu werden, zu sagen, kannst du das nicht ein bisschen sauberer, ein bisschen stringenter machen? Ey Leute, ihr habt so viel Zeit gehabt fürs Drehbuch oder so, ne? Dann ja, frustriert mich das. Ich hatte heute, was das angeht, keinen Frust, sondern eine Menge Spaß. Also ich muss da noch sagen, ich fand es auch wieder, also ich habe jetzt nur zwei Filme auf diesem Festival geguckt, aber interessant, dass in beiden Filmen die Helden, glaube ich, in den ersten 10 Minuten nicht vorkommen, nicht auf der Leinwand. Ja. Zu sehen waren. Ich habe mich lange gefragt, weil ich Jennifer Connelly jetzt, also das Gesicht habe ich, also vor allem aus Requiem for a Dream und so den Mitte 2000er kenne ich sie. Und das heißt, ich kannte das Plakat so, aber ich habe mich doch am Anfang gefragt, ist jetzt das erste Mädchen, das wir sehen, ist ja auch brünett. Mhm. Ja? Hätte man nicht eine Blonde nehmen können oder so? Weißt du, ich habe die ganze Zeit überlegt, das ist doch jetzt nicht Jennifer Connelly oder etwa doch? Hast du eigentlich noch nie, es war einmal in Amerika gesehen? Also weil das doch, ist für mich doch, so das ja, präsente Gesicht, weil es ja nur ein Jahr davor war das sie auch? Ja, ja. Okay, ja, ist aber schon, alles gut. Ist schon, ja, alles gut. Ist schon lange, ich, ist schon lange her. Das ist mein Bild. Aber, hier, ja. Bei dem Mädel am Anfang fand ich viel eindrücklicher, dass sie ja... Die Haare. Genau. Die Haare. Da wusste ich ja auch noch nicht, dass der Föhn so ein wichtiges Element ist für diesen Film. Der ja, Wind, der die der Leute Alpen verrückt macht. Was hat das Mädel mit seinen Haaren? Ja, die ganze Zeit ja, immer ihre Arme im Haar gehabt, weil der Wind ja das halt in die Naja, Sicht es ist schon noch das 15-jährige Mädel, die weiß, dass diese ganze Filmcrew dahinter steht und die ganze Zeit will sich irgendwas Dolles tun. Ja. Nur ganz kurz abseitig, ja, kennt ihr dieses, es gibt so ein Video oder ich glaube ich so halbwegs sketchartig, da werden so ein paar Szenen aus Horrorfilmen nachgestellt, die, also zum Beispiel Halloween gibt es ja die Badewannenszene, wo sich das Mädchen wäscht, ja, und das macht sie so übertrieben, wie sich Männer halt vorstellen, wie Frauen oder junge Frauen vor allem natürlich sich im Bad waschen, ja, und in dem Video wird einfach umgedreht und es sind junge Kerle, die in den Rollen der Frauen sind. Ich glaube auch die Psycho-Duschszene ist danach gestellt. Und das ist halt so total absurd wirkt. Und so ist es halt auch mit diesen Haaren, die einfach immer im Weg sind. Und jedes normale Mädchen hätte sich die Haare zusammengebunden zu einem Zopf, ja, wenn man irgendwo im Wind ist. Und ich glaube, das passiert nur, weil Dario manchmal diese Szenen zu lange, also zumindest dem, was wir gewohnt sind. Zum Beispiel dieses, wenn sie sich übergibt im Waschbecken. Das ist natürlich auch viel zu lang und ausführlich. Aber da gibt es auch so Momente, wo Jennifer erstmal mit diesen Haaren wieder, also es ist voller Outtakes, wo ich weiß, sowas wird immer gedreht, wenn du diese Szenen drehst, aber kein Cutter wird auf die Idee kommen, das in der Ausführlichkeit drin zu sein. Vor allem nicht, nachdem sie da 10 Minuten über den scheiß Waschbecken hängt, hat sie es nicht mal geschafft, die Pille runterzuspülen. Ja, das hat sie nicht dann aus dem Becken, sodass die jetzt sofort genau, sehen kann. Geht sie jetzt nicht ins Bad, um die Pillen? Ah, nein, sie nimmt tatsächlich eine, weil die Frau ist ja so, ich meine, das ganze Haus, das stimmt, das so wie sie mit der Puppe umgegangen ist, die Frau,
Ja, total verstörende Szene. Ja, total und so selbstbewusst wie Jennifer Connelly ist, also keiner erwartet, dass sie das Ding ernsthaft schluckt. Aber jetzt. Jennifer Connelly ist ja sowieso, so toll ich sie finde jetzt, aber auch in diesem Film muss ich wirklich sagen, sie ist irgendwie total toll und man sympathisiert immer irgendwie mit ihr, aber dass sie immer von einem von jeder Schreckszene, die sie am Ende in dieser letzten halben Stunde, ja, diese Grube, ja, erstmal muss sie ja runter. Das finde ich noch sehr schön, dieses Bild, weil sie das ja vorher in der Psycho, in der geschlossenen Anstalt wird ja so gesagt, ne, es geht immer weiter runter, ist dann wie in der Hölle, ja, irgendwann gibt es kein Zentrum mehr. Auch sie so ein herrlich überflüssiges Bild, wie der eine Irre sich da so in die Kamera dreht. Total entstellt. Ja, ja. Genau, aber sie muss ja dann auch, ne? Down the Rabbit Hole, könnte man ja auch sagen. Ja, ist so, ganz schön viel Alice im Wunderland. Ja, sie muss immer weiter, sie muss immer tiefer runter. Ja. Und dann landet sie ja in dieser komischen Grube und dann ist da noch der entstellte Kopf, der sich noch das in eine Detaileinstellung den Daumen bricht, damit er sich befreien kann und sie retten kann. Ja, aber sie hat danach immer nach jeder dieser Szene so einen Anflug von einem Lächeln, ja, wo ich auch nicht weiß, ob sie nicht schon verrückt ist, weil bei diesem ganzen Slasher-Film, diejenige, es ist ja häufig, ne, oder eigentlich immer, es ist ja das Trope, die Jungfrau, meistens in weiß gekleidet, haben wir hier auch, die das Ganze überlebt, aber natürlich in jeder normalen Welt würde sie danach so einen Schuss haben, ja, dass sie wahrscheinlich besser gestorben wäre, besser umgebracht worden wäre, als dann noch das Leben mit Psychosen zu verbringen. Aber du, wenn du einen Affen hast, der gut im Skalpell umgehen kann, kann dir nichts mehr passieren. Ja, genau. Der Affe, der findet ja auch alles. Ich fand's toll, wie der Affe. Also der Affe war schon super. Das geht eigentlich auch wirklich gar nicht. Wenn das in einem Drehbuch stehen würde, mir würde jemand das erzählen, das wollen wir demnächst drehen. Seid ihr euch sicher mit dem Affen? Wie heißt der Affe? Inge? Dario, bist du wirklich sicher, dass du einen Affen brauchst? Ja, ich kenne in der Schweiz so einen Züchter. Ja, aber ich glaube, die Variante, es geht sogar eher so, ja, weiß nicht, das sind wir ein bisschen drüber. Wir machen es mit dem Affen. Also es wimmelt vor Szenen mit dem Affen, die mich erinnern an diese anderen Momente in den italienischen Filmen, die oft mit sehr geringem Budget gedreht worden sind, in dem man immer nach dem nächstbesten Schauwert suchte. So, ne? Und das war dann mal irgendwas Exotisches, irgendwas Extremes. Und dann kriegst du plötzlich so einen halbdokumentarischen Touch. Und das passiert ja hier mit dem Affen auch. Donald Pleasance und Jennifer Connelly, die haben Momente mit diesem Affen, die werden nur improvisiert. Ja, ja, also weil, klar, sie müssen ja jetzt irgendwie gucken, wie sie mit dem Affen interagieren und es gibt immer so eine, der berührt sie nochmal auf einer Ebene, wie das sonst im Film sonst gar nicht passiert mit anderen Figuren. So, es ist irgendwie, ich merke so, wie sie mit dem Affen interagieren, also so ähnlich wie ich ja auch zu diesem Affen gucke und denke, der ist ja schon faszinierend, was der jetzt kann und oh. Und hat er jetzt gerade ein Schamgefühl, weil er diese Frau umgebracht hat? Ich mag sozusagen diese Idee von, wir brauchen jetzt so einen besonderen Schauwert. Das ist also unsere Einzigartigkeit, die kein anderer Film hat. Und ja, also das auf einer Plot-Ebene ist das überhaupt nicht zu rechtfertigen. Ja, aber man muss mal ganz, also stellt euch mal vor, dieser Film würde heute gemacht werden wollen. Ja, jemand kommt mit einem Drehbuch, hat eine 15-Jährige, die er gerne leicht verkleidet in Szene setzen möchte. Oh Gott, aber das kriegt so viele Schwierigkeiten. Einen Affen, der Held, ja, stimmt. Und die wollen es unbedingt mit einem echten Affen drehen, das ist ganz wichtig, nicht mit irgendwas Digitalen. Ja, genau. Also allein an den Punkten wird es ja wahrscheinlich schon mal hapern, aber dann noch Schlafwandeln, ein Internat, das Richard Wagners Namen trägt. Also das ist vielleicht auch ein Zeichen seiner Zeit, der konnte nur damals gemacht werden, in dieser Schaffensphase. Auch dass alle visuellen Effekte, die nachträglich, also die nicht in der Kamera entstanden sind, sind quasi Insekten, die aufs Celluloid gemalt worden sind. Ja, ansonsten ist das quasi alles da, oder? Mhm. Also ich vergesse jetzt, glaube ich, also es gibt auch sonst wenig, keine Rückprojektion, keine Matte-Paintings oder so, ist alles da, das passiert alles. Wäre mir zumindest nicht aufgefallen, Practical Effects. Und so eine Made im Ultra-Close-Up auf einer großen Leinwand, 35 mm, das schockt schon, das ist nicht ganz ohne. Ja, da hat die Technicolor-Kopie. Also ich möchte so eine Made nicht auf meiner Hand haben. Nee. Ach schön. Ja, also Ekel, Terror und ganz viel Spaß. Spaßkino, Dario Argento. Heavy Metal Poesie wollte ich, glaube ich, gerade sagen. Oh, sehr schön. Und ein wunderschöner Sonntagabend oder eine Sonntagnacht am Main.
ja, danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass du uns gerufen hast, so ja, dass wir kommen konnten. Ja, genau. Ein schöner Abschluss für mich und vielleicht für euch und auf Wiederhören. Tschüss.